Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja Leute, wir werden heute ein wunderschönes Fahrzeug tunen, was auch schon voll krass ist. Das ist ein Standard-Modded-Fahrzeug. Und ja, dieses werden wir nun tunen fahren. Und ja, ich bin mal gespannt. Dazu müssen wir natürlich erstmal uns die nächste Tuning-Werkstatt markieren. Diese befindet sich hier, glaube ich, ne? Nee. Ich glaube hier. Fahren wir mal dahin. Wir fahren mal die Karre tunen. Das ist nämlich das Ziel heute. Können wir ja durch. Geht's auf? Nee, geht's nicht. Dann wenden wir hier. Und dann fahren wir mal zur Tuning-Werkstatt. Und tun dieses Monster von Auto auftunen. Was jetzt schon ein Monster ist. Und dann fahren wir damit ein Rennen. Das ist das Ziel für die heutige Folge. Wir sehen, da sind auch schon andere Spieler da. Und hier auf dem Server ist auch einiges los. Das ist der Impulse-Server. Link ist wie immer unten in der Beschreibung. Und das geht halt nicht auf. Dann teleportieren wir uns durch. Also auf dem Server ist halt wirklich die Hölle los. Link, wie gesagt, von allen Sachen natürlich in der Beschreibung. Wie immer. Das heißt, ihr müsst einfach nur die Beschreibung euch angucken und dann wisst ihr Bescheid. Von daher, wenn ihr hier das Ganze auch spielen wollt, dann müsst ihr einfach nur die Beschreibung abchecken und dann wisst ihr Bescheid. Ah, wir sehen auch, Michael freut sich auch schon mega. Der ist schon richtig gehypt, er hat schon richtig Bock da drauf, mit der Kiste rumzufahren, weil die ja jetzt schon so krass ist. Das wird richtig geil, Leute. Darf ich jetzt eigentlich abbiegen? Nee, ne? So, Abbiegeampel oder nicht? Aber wir warten jetzt einfach, bis die Ampel grün wird. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Ich glaube, wir dürfen abbiegen. Bin mir aber nicht sicher. Wir machen es einfach so. Und dann sind wir auf der sicheren Seite.
Okay, wir haben fast richtig markiert. Wir hätten doch bei diesem Teil hier markieren müssen. Okay. Ich dachte, nach 7 Jahren kenne ich die Map gut genug, aber scheint doch noch nicht so. Müssen wir doch noch mal weitere 7 Jahre zocken. Fahren wir hier runter. Ist auch cool. Wir können auf dem Server mit den Pfeiltasten auch Blinker setzen. Das ist eine geile Sache. Aber was jetzt geil wird, bin ich mal gespannt zumindest, was wir jetzt hier tunen können bei dieser Karre. Übrigens, ihr müsst nicht in eine Tuning-Werkstatt fahren, um das Auto zu tunen. Ihr könnt generell immer tunen. Allerdings mache ich das jetzt einfach mal, damit es ein bisschen cooler ist. So. Wir gehen auf Options. Putzen erstmal das Auto. Und gehen auf Mods. Und fangen erstmal an, das alles hoch zu tunen. Obwohl, Hupe mache ich eigentlich nie bei einer rein. Ich würde die Karre natürlich tief pflegen. Panzer die auch. Und packen coole Felgen drauf. Und muss, das ist natürlich die Sache, ne? Was nehmen wir für Felgen? Sportfelgen natürlich, ne? Aber das ist ein Klassiker, würde ich sagen. Deswegen nehmen wir Klassiker oder Tuner. Ne, haben wir ja nicht Klassiker. High End. Machen wir mal Muscle Lowrider. Dann machen wir einfach die, komm. Genau das. Dann haben wir noch Xenon Lights. Default, wir machen. Ich würde sagen, wir machen Rot. Ja, und Turbo rein. Den Rauch, den machen wir. Dann in der gegengesetzten haben, machen wir den schwarz. Den mache ich nämlich ja. Ja, machen wir den schwarz. Die Fenster tönen wir aufs Maximum. Machen wir so. So ist geil. Header. Ist nice. Dann Farbe. Primär. Was nehmen wir denn? Ja, so ist geil. Komm. Machen wir das so. Nehmen wir Neon Kids rein. Ich muss sagen, die Mama auch weiß. Das lassen wir sogar schon so. Nix mehr, Vehicle Extras ist auch nix. Ich würde sagen, dann haben wir die Kiste aufgetunt.
fahren wir raus und dann machen wir ein Rennen, würde ich sagen. So, mit Edda Sounds. Oh, geil, ey. Guckt euch jetzt die Kiste an. Brauch Musik, komm. Ah, Rebel Radio passt. Total. Nein. Sorex. Ja, komm, das passt. So. Boah, dieses Fahrzeug, Alter. Hier fliegt schon wieder alles um die Ohren. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht gleich gekillt. Und was ich auch hoffe, dass wir dieses Rennen auch annehmen können, weil es gibt auch öfters hier Rennen, die nur für bestimmte Fahrzeuge ausgelegt sind. Ich weiß gar nicht, für was das ausgelegt ist. Aber das sehen wir dann. Wir mal durch. Ach ne, da sind wir schon vorbeigefahren. Ja, das können wir nehmen. Richten wir die Karre noch richtig aus und tun die Reifen aufwärmen. Und dann bin ich jetzt mal gespannt. Let's go. Okay, wir werden nicht abgeknallt. Perfekt. Okay, super. 22 Checkpoints. Okay. Boah, lol. Ja, super. Bam, haben wir hier durch. Nein! Oh, ich muss erst da durch. Oh, scheiße. Oh Gott. Ey, wir sind ja mega am Verkacken. Ey. Mein Gott. Aber das war, ist auch verwirrend gemacht. Muss ich zur Verteidigung sagen. Ja, nice, Alter. Wow. Ey, was ist das hier? Muss, oh Gott, Alter. Ey, was ist das für eine scheiß Schrecke? Okay, hier müssen wir her. Oh Mann. Oh ja, endlich. Jetzt können wir mal ein bisschen fahren. Okay, so ein geiles Handling hat die Kiste jetzt auch nicht. Ach nein. Oh.
Ey, sind die Checkpoints hier kacke gesetzt? Wir machen noch ein anderes Rennen, Leute, hier nach. Ey, ne, das kann ich nicht auf mich sitzen lassen. Das ist ja mal echt voll für den Arsch hier. Und jetzt stürzt auch noch das Game ab, ne? Jetzt stürzt auch noch das Game ab. Super! Richtig nice. Und starten wir das Ganze nochmal neu. Haben wir sonst nichts zu tun. Und ich würde sagen, wir machen einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder, ja, bei einem neuen, besseren Rennen. Bis gleich. So, Leute, da sind wir wieder. Wieder mit unserer Karre. Und wir machen jetzt ein neues Rennen. Und zwar hier oben das. Da hinten das. Mal gucken, wie das läuft. Ich glaube, das läuft mit der Karre auch ziemlich beschissen. Aber wir werden sehen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Vor allem hier sind die Checkpoints nicht so verwirrend. Oh Gott, ey. Das mit den Panzerungen ist auch übrigens hier auf dem Server unnötig, weil der Server so oder so Godmode auf den Fahrzeugen hat. Aber, Alter! Okay, ich habe mir die Karre so geil vorgestellt, aber die ist echt scheiße. Guckt euch mal an, wie die am Rumrutschen ist. Alter, das ist eine Katastrophe. Jetzt habe ich auch noch Soundbugs. Mein Gott. Ah ja, jetzt können wir mal anständig fahren. Aber ihr seht, die Kiste, die ist wirklich nicht zu bändigen, ey. Okay, doch, es gibt auch Schaden. Okay, doch. Allerdings... weiß nicht, geringer als normal. Obwohl die DLC-Fahrzeuge eh nicht so ein gutes... Alter! Ich dachte schon, das Spiel ist schon wieder gecrashed. Ich hatte schon wieder Standbild. Habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Und sogar selbst der Ton war gerade weg. Fuck. Und wir haben 2912 Dollar verdient. Ja. Yeah. Und ich würde sagen, wir parken mal das Auto. Ja. Gut, Leute, Fazit. Das war jetzt nicht so geil. Gut, dann haben wir aber auch jetzt schon alles gemacht, was ich für diese Folge machen wollte. Ja, Leute, das war eine neue Folge von Let's Mod GTA 5 bzw. auf 5M. Ja. Nicht so
Wir haben jetzt nicht so den Erfolg gehabt. Vielleicht läuft es in der nächsten Folge besser. Egal. Wenn euch das Ganze aber trotzdem gefallen haben sollte, würde ich mich wahnsinnig... Könnt ihr euch auch abonnieren. Und ich hatte schon wieder gerade so einen komischen Hänger. Was ist das? War schon wieder gerade das Sound weg. Naja, egal. Filmen wir uns raus. Ciao, Leute. Ich glaube, mein Speicher ist auch voll, deswegen ruckelt das auch so generell und stürzt ab. Aber egal.